Hallo, herzlich willkommen bei Siam Speedrunners from Hell. Ein schnelles, actiongeladenes Spiel, wo wir in, wie bei Super Meat Boy so ein bisschen aus der Ego-Perspektive laufen und springen und hüpfen und was weiß ich was machen müssen. Sieht verdammt cool aus. Das hier ist die Demo, die gibt es inzwischen zu spielen. Und tja, stürzen wir uns direkt ins Vergnügen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also doch, ich habe schon Ahnung, was es ist, aber keine Ahnung, wie es sein wird. Firestarter. Fall through. So, die sind alle. Find more hidden beers to unlock. Also ich brauche mehr Bier, um das zu entsperren. Ich bin jetzt sehr gespannt, Leute. Welcome to hell. Enjoy the ride. Oh, mit harter Musik. Ich kann hier Feuer schießen. Okay. Also ich lasse jetzt mal die Zeit so ein bisschen laufen. Ich möchte einfach mal ein bisschen gucken. Too slow. Ach so. Ja, wir hasten jetzt hier ganz hektisch durch. Ich bleib an den Ecken hängen, was nicht so cool ist. Heilige Mutter. Finished. Na gut, das war jetzt nicht so schwer. Wir wagen uns an den nächsten Level. Was ist das? Ah. Oh, you died. You died. Okay. You died. Treffen will gelernt sein. Yeah, nächstes Level. Trampolin, ich weiß gar nicht, wie man es spricht. Oh. Joi. Hell yeah. Okay, alles klar. Die Steuerung ist intuitiv. Was heißt intuitiv? Die ist simpel. Okay, ich habe verloren. Ah, alles klar. Dann lasse ich mich mal gerade kaputt machen. Los geht's! Hui! Ja. Das war nicht Sinn der Sache. Fuck, Mann! Komm schon. Yep. Okay, Leute, ihr seht, hier geht's richtig ab. Prison Escape. Click right mouse for teleport ball. Ja, okay, hab's verstanden. Aber ich gucke mich jetzt hier mal ein bisschen um. Das Level Design. Naja, sieht so ein bisschen retro aus. Könnte auch... Ja, so von Ende der 90er sein, so ein bisschen. Also die Mausempfindlichkeit ist extrem hoch. Aber ich glaube, das muss auch so sein bei diesem Spiel. Ja, wir werden das jetzt... Okay. Fuck. Aber cool, so ein Teleportball, oder? Hui! Ich habe mich jetzt in die Lava teleportiert. Ach shit, ich hab's vergessen. Nee, das kann ja schon wieder keinen geben. Liegt da eine Bierdose? Schon wieder nicht. Kaios, Mensch, du musst auch mal treffen hier.
Ha. Okay, es wird schon komplizierter. Oioioioioi, heilige Mutter. Schande. Also sie ist echt geschickt gefragt, wa? Und weil ich ja so ein super geschickter Mensch bin, hat er echt nicht viel Zeit hier. Boah. Scheißdreck. Schneller, schneller. Yeah. Okay, Leute. Alles klar. Wir haben es uns ein bisschen angeguckt. Jetzt haben wir den Dreh raus. Ich bin ziemlich schlecht. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Ich bin sehr gespannt. Das Spiel gibt es bei Steam. Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich habe es freundlicherweise von Head Up Games zur Verfügung gestellt bekommen. Hatte den Trailer dazu gesehen und gedacht, boah, das will ich spielen. Das Spiel könnte herausfordernd sein. Zack, tot. Man sieht leider keinen Kill. Was ist, guck mal, da oben rechts in der Ecke, das ist irgendwas. Fuck, fuck, fuck. Habt ihr das gesehen? Geil. Meat Factory. It's a good day to die. Ein guter Tag zum Sterben. Was ist das denn? Okay, muss ich mich... Reverse Gravity? Können wir auch einfach hier oben hergehen, oder? Why not? Warum nicht? Warum nicht? Ja, aus Gründen, ne? Schande! Also hiermit kann ich so ein bisschen schweben, was auch cool ist. Ne? Können wir uns jetzt mal hier so ein bisschen umgucken in dieser Höllenwelt. Das ist geil. Sowas mag ich. So ein bisschen abseits des Spielfeldes sein. Das ist eine große Kette. Und hier wartet mein Tod. War dann leicht, ne? Cool, 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 auf jeden Fall. So, jetzt geht's denn hier plumbing. Aim and click to start. Wo muss ich jetzt hin, Freunde? So, alles klar. Ja. Komm schon. Voll der Vielflieger hier. So, mal ein paar billige Witze gemacht. Yeah, gewonnen. Nächstes Level. Charge. Aim and click to start. Da haben wir das Ziel. Ich meine, das hier wird wahrscheinlich viel Trial and Error sein. Na. Ah! Hui, ich bin tot. Hallo, Junge. Was ist das denn überhaupt für eine Ecke, du? Nix. Mein Tod. Okay, wie soll ich jetzt hier über diese Viecher drüber hüpfen? Viecher ist gut, über das Feuer. Here we go again. Lecco mio, Junge! Jungs! Mach mich nicht kaputt! Oh, das kann doch nicht wahr sein, oder?
Ey, wie soll ich das schaffen, Mann? Boah, schneller, 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 Junge. Fuck. Mist, jetzt habe ich mich verrannt. Ach so. Ich muss den Weg auch noch zurück. Und ohne zu sehen, wo dieses scheiß Feuer ist. Lauf, Junge. Triff, Junge! Nein, ne? Ich sagte yes! Sagte yes! Dieser verkackte Satan, ey. Hüpf! 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 Perfekt! Nein! Jau, da rege ich mich drüber auf, Leute. Das kann ich nicht haben, sonst. Das ist unfair. Alter Schwede, doch. Wie oft soll ich das denn hier noch machen? Leck mich doch an den Eiern. Das kann doch nicht sein. Nein! Fuck, Mann. Oh, ich werde langsam sauer. Ich bin doch der ruhige Let's Player. Der ausgeglichene, der coole, der relaxte, der in sich ruhende, gechillte Fucker. Nein, leck mir die Hoden, das kann doch nicht wahr sein. So, komm hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Eindruck von Sion bekommen. Ist auch überhaupt gar nicht stressig, die Musik, ne? Obwohl ich das eigentlich mag, sowas. So, ah. Ja. Klar, Kaio ist rückwärts laufen. Warum nicht? Alter Schwede, wir haben nur 20 Sekunden Zeit hier für den Scheiß, ne? Aber kann ich durch die Mitte durchgehen? Nur mal ausprobieren, Leute. Nein, kann ich nicht. Hätte ja sein können. Perfekt gemacht, Kairos. Sehr gut. Mann, ey, wie soll man das denn schaffen? Hüpf, 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 hüpf. Hui, langer Sprung, kurzer Sprung. Leck mich. Nein, du stummes Stück Schwein. Wir werden es noch schaffen, Leute. Wir werden es noch hinbekommen. Nicht getroffen, ausgerutscht. Boah. Boah, Leute, das ist sowas, was ich echt super mag, ne? Aber es ist motivierend, es ist cool. Wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Komm schon. Ja. Oh. Mal schön abpassen. Nicht Scheißdreckskacke. Nein, das kann doch nicht sein, ey. Oh, Sion verleitet zum Fluchen, Mann. Hui! Sehr gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt raus, wie man das macht. Komm, 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 komm. Ja! Yeah! Fuck you! Ah, geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Yes. 43 Tode, 101 Versuche. In dieser kurzen Zeit bereits. 1-1, Labyrinth. Oh Marty, we're just getting started. 100 verrückte, schnelle Level. 4 übertriebene Power-Ups. Ein endloser Modus, ein Speedrun-Modus. Noch mehr Environments. Originaler Metal-Soundtrack und viele Geheimnisse. Psst. Einige sind wirklich nahe. Einige Geheimnisse sind wirklich nahe.
Some secrets are really close. Das hier zum Beispiel. Das hier ist doch kein Secret. Einige Secrets sind wirklich nah. Back. Charge. Charge ist das, was ich gerade gemacht habe, ne? Kann das sein? Killed Kairos. Ach, da stimmt, da steht's ja. Gut, und mit dem Elevator geht's Babel. 1.11. Find more hidden beers to unlock. Ups! Hidden beers. Ah, also ich habe das Level schon einmal geschafft. Und hier gibt es auch noch Bier zu finden, oder was? Da liegt doch Bier, ich hab's doch gesehen. Vielleicht reicht das ja, wenn ich das dann nicht in der Zeit schaffe. Hier liegt doch Bier. Nein, 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 nein. Wir können aber auch gleich mal einfach zur Map gehen. Aber wenn es Bier hier irgendwie gibt, dann... Das heißt, man kann irgendwie noch sogar die Level irgendwie durchforsten nach Geheimnissen. Guck mal, da hinten ist ein Hidden Beer. Ah! M to go to map. Ey, ich habe jetzt ein Bier gefunden. Ah, das ist ja cool. Da brauche ich dann also auch nicht so Gas geben, sondern kann einfach schön suchen. Cool. Wie viel Hidden Beer brauche ich denn? 8. Ja, Leute, dann machen wir das doch mal. Wir suchen jetzt das Bier. Mhm. So, wo ist denn das Bier, meine lieben Leute? Wow. Das ist wirklich sehr empfindlich hier, die Steuerung. Muss ich vielleicht hier unten drauf springen? Nein, muss ich nicht. Also hier gibt es auch noch ein Bier zu finden. Vielleicht gibt es hier schon irgendwelche Wände zum... Ja, das macht das Ganze ja noch interessanter, weil du dann hier echt nach Geheimnissen suchen musst. Das finde ich geil. Das finde ich richtig cool jetzt. Geil, sowas mag ich. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo hier dieses verfluchte Bier sein soll. Also ich sehe hier keins. Hm. Na gut, nächstes Level. Fire Starter. We are looking for the fucking beer. Wir brauchen 8 Dosen, damit wir Level 11 machen können. Ha! Yeah, baby. Ich meine, so lang sind die Level ja auch nicht, ne? Aber dass ich jetzt im ersten Level nicht gefunden habe, ärgert mich ein bisschen. So, hiermit können wir wahrscheinlich, wer weiß, wohin springen. So, Marty. Wow. Fuck. Da hinten sehe ich's doch. Aha. Also müssen wir restarten. Es ist direkt über unserem Kopf. Okay. Hui! Pow! Komme ich jetzt dahin, du? Da müssen wir hin.
Yes. Bier Nummer 3. Fall through. So, jetzt ganz chillig bleiben. Haha, siehst du mal. Bier Nummer 4. Geil. Hier waren wir schon. So, das ist auch wieder das Teleportteil. Ja, mit dem Teleportteil kann man sich natürlich an die ungewöhnlichsten Orte teleportieren. Wir müssen jetzt zum Glück kein Gas geben. Mal schön vor- und zurückblicken. Ist bestimmt irgendwo da hinten. I'm really sure. Ah, ich dachte gerade, da wäre es, aber das ist nur eine Lampe. Jetzt hier leuchtet auch nichts mehr. Hui! Juhu! Guck mal, der Marty ist irgendwie hier in der Hölle und macht voll den Fez, ne? Der freut sich, hier kann ich um die Ecke gehen. Einmal drumherum und dann ist das bestimmt hier hinten. Nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Na komm, wo ist das Bierchen? Ah, guck mal, da hinten. Ei, wie komme ich denn da hin? Ich habe das Bier entdeckt. I discovered the beer. Probier's mal. Halt! Vielleicht muss ich da... Das wird jetzt aber schwierig, du. Na, wir gucken uns mal an, ob es geht. Also ich dachte, ich müsste jetzt hier vielleicht irgendwo oben auf diese Zinne drauf. Und dann... Sterben. Und dann sterben. So. Tja, gut. Das ist also in diesem Turm sehr gut zu wissen. Ist schon mal viel wert, ne? Aber wie komme ich jetzt dann dahin? Fuck you! Wie komme ich denn da hin? Das ist echt eine gute Frage, du. Mann! Muss es doch noch irgendeinen Trick geben, oder? Da oben muss ich auf diesen Balkon. Ja, ja, lach du. Lach du, mein Freund. Wie soll ich denn da um Himmels Willen hinkommen? Aber hier ist... Nee. Ich habe null Ahnung. Na gut, es gibt ja noch andere Level. Aber was ist das hier? Blink. Sawmill. Na gut, dann machen wir es jetzt hier. Gucken wir direkt mal erst rechts und links, ob das hier irgendwo ist.
muss ich hier wieder an diesen blöden Sägeblättern vorbei. So, aber das ist es nicht. Haha, siehst du mal. Wo ist das Bierchen versteckt? Ich möchte gerne noch hier in den Zusatzlevel rein. Gibt's hier denn irgendwas? In der Mitte. Irgendwas, was ich kaputt machen kann. Aber es sieht nicht so wirklich danach aus, ne? Nö. Also ich sehe hier nichts so. Wow. Go to map, nächstes Level. Aber da soll ja angeblich auch ein Bier sein, ne? Okay, gehen wir in die Fleischfabrik. Aber hier bin ich ja sogar schon rumgeflogen eben. Habt ihr gemerkt? Habt ihr gemerkt, sag ich. Vielleicht irgendwo von hier unten dran. Weil das könnte jetzt natürlich auch überall sein, aber das werde ich ja wohl irgendwie hinbekommen. Es sei natürlich, das ist da drin. Aber das habe ich ja nicht gesehen. Aber da bin ich ja eben schon hier rumgeflogen. Links und rechts und oben und unten. Und ganz weg bin ich auch gewesen. Hier gibt es allerdings auch noch ein Bierchen, ne? So, und jetzt wollen wir es mal nicht überstürzen. Also wir sehen hier Pixies all over the way. Das muss jetzt hier wahrscheinlich irgendwo richtig assi versteckt sein, oder? Aber ich sehe nichts. Es wird ja wahrscheinlich nicht hier irgendwo ganz am Spielfeldrand sein. Das wäre allerdings ein bisschen sehr bescheuert. Gemein, oder? Wir wissen schon so, wie sie einen ärgern können. Das Spiel laggt so ein bisschen, obwohl meine Framerate eigentlich ziemlich gut ist. Mit 60. Perfekt eigentlich. Aber es laggt. Aber ich sehe hier kein Bier. Alter, ich brauche ein Bier. Ich brauche jetzt mal ein Bier hier, aber... Ah. Vielleicht gibt es ja auch noch gar nicht in der Demo. Wer weiß. Also alle Biersorten meine ich jetzt hier. Alle Bierbüchsen. Hm. Naja, schade. Plumbing, aber dann kriege ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr alle Biere zusammen. So, wir checken das hier mal alles von außen ab. Oder von... Hä, was? I got power. Wo ist das Bierchen versteckt? Ah, habe ich es da nicht gerade gesehen? Nee, Quatsch, da bin ich ja gerade rausgekommen. Hier ist nirgendwo etwas. Na gut, dann guck ich mal. Dann guck ich mal, ob ich hier doch irgendwo durch kann. Dann gibt es auch nichts Neues mehr jetzt.
Also das ist ja irgendwie ein Ding. Also ich habe so ein bisschen echt die Vermutung, das Bier ist noch nicht überall bei. Weil es noch eine Demo ist oder so. Schade. Ich wäre jetzt gerne in diesen 11. Level da gekommen. Aber wie gesagt, ne, das gibt diesem Spiel nochmal einen zusätzlichen Anreiz. Auf jeden Fall. Was ziemlich cool ist. Also ich sehe hier kein Bier mehr. Es gibt kein Bier. Gucken wir uns noch das letzte Level an. Warum ist denn hier ein Schlüssel abgebildet? Hä? Wieso ist da eigentlich ein Schlüssel drauf abgebildet? Und hier soll ja auch noch ein Bier sein, obwohl ich hier echt viel rumgelaufen bin, ne? Ja, wir wissen es. Haben wir alles schon mal durchgemacht. Ja, okay. So, und jetzt cool bleiben. Jetzt mal gucken. Da hinten fahren wir, gehen wir gleich hin. Hier geht's nach oben. Aber das interessiert uns nicht. Wir gehen jetzt hier weiter. Ach, guck mal, ich hätte gar nicht den Weg zurück gemusst eben. Ah, ich hätte hier einfach drüber hüpfen können. Dann wäre ich auch schon fast dadurch gewesen. Interessant. Aber auch hier sehe ich nichts, wo ein Bier sein könnte, ne? Naja, ich verstehe schon. Ich habe schon verstanden, wa? Ich probiere es nochmal. Da! Habt ihr es gesehen? I can see the beer! Aber wie komme ich jetzt da hin? Von der anderen Seite aus. Ich weiß es nicht. Hier um die Ecke springen oder so. Am ehesten, ne? Nee, wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich da hin? Ich hab's Bier entdeckt. Wie komme ich dorthin hin? Please tell me. Komisch, oder? Das ist aber gemein irgendwie, oder? Dass sie einen so ärgern damit. Wie soll man das denn schaffen? Das ist ein verführerisches Bierchen. Lächelt uns an. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja selber herausfinden. Und wenn ihr es herausgefunden habt, dann könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Manu, ich wäre da gern hingegangen. Ärgerlich. Go down. Na gut.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei irgendwas anderem wieder. Und ich bin gespannt, wenn dieses Spiel komplett veröffentlicht wird. Vielleicht spiele ich das dann mal regelmäßig. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss.